Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Viel Spaß noch. Warum tust du das? Das ist Wahnsinn! Oh, Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Und herzlich willkommen zu Until Dawn, Part Nummer 10 mit Kapitel 5. Scheiße. Gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Anscheinend so eine Luke da oben. Okay. Sehen wir uns das mal genauer an. Gut, wir können uns bewegen. Können auch die Lampe bewegen, ja. Dann gehen wir mal in dieses komische Sanktorium, oder wie das heißt. Diese Wölfe, ne? Super. Wieso sollte ich auch nicht am unheimlichsten Ort der Welt landen? Baubehördlich gesperrt. Ab sofort ist allen Personen, die weitere Benutzung oder Bewohnung dieses Gebäude gesetzlich untersagt. Datum 12. Juni 1940. Boah, wir haben 2014, das sind 60 Jahre. 60 Jahre steht sowas. Wie komm ich denn? Hä? Ah, hier. Oh, shit. Okay, der geht einfach rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das ist so. Da muss es doch irgendwas hier geben. Was ist denn hier oben? Was ist denn da oben? Batman. Und hier? Das Blackwood Pine Sanatorium eröffnet 1922.
Misana in Caporal Sando. Okay, was ist denn hier? Oh shit, ey. Hat doch irgendwas geblieben gerade. Eine Fotokamera. Die sieht aber relativ neu aus. Oh, die ist kaputt. Scheiße. Steht da? Ich kann es nicht lesen. Boah, scheiße. Der 1.1.1952, Nummer 42. Medizinischer Bericht, Bergarbeiter, behandelter Arzt, Dr. N.H.F. Brolin. Medizinischer Bericht, Bericht zu betreffen. Ausgangszustand der 12 Bergarbeiter nach dem Einsturz der Mine und anschließend Rettung im Backwoods Heims. Aufnahme. Bei Aufnahme der 12 Patienten in die medizinische Einrichtung des Sanatoriums hatten wir angenommen, die Männer seien völlig ausgemagert, erschöpft und verwirrt. Jedoch machen die Bergarbeiter einen überzeugenden und relativ gesunden Eindruck, der sich auf ihren offensichtlichen Fund von Notrationen in der Mine zurückführen lässt. Einige der älteren Männer eine gehemmte Atemfunktion sowie Symptome einer Lungenentzündung auf. Auf psychischer Ebene war der Wiedereingliederungsschock für einige Gruppenmitglieder nach der 23 Tage Isolation schwierig zu bewältigen. Auch wenn ihr äußerliche Gesundheitszustand besser als erwartet ist, besteht eine Beeinträchtigung aufgrund der Gefangenschaft mitten der Minenbehandlung. In der Mine. Behandlung. Aufgrund der labilen Verfassung einiger Patienten haben wir Flügel A des Instruments abgeriegelt. Es werden sobald wie möglich psychologische Analysen durchgeführt. Die Männer mit Atemschwierigkeit wurden einer Bronchoskopie-Infektion erhalten, Behandlung mit Streptozin. Die restlichen Patienten stehen rund um die Uhr unter strikter Beobachtung. Unterzeichnet Dr. Nicholas Henry Fallen Brown. Kann man das noch umdrehen? Ich zerfleisch mich nicht so ein scheiß Wolf. Oh Gott, was ist das? Oh Gott. Ich hab ein bisschen Panik, Leute. Aber nur ein bisschen. Hört euch doch mal die Musik an, ey. Das ist eine Machete. Oh Scheiße. Krass. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Vielleicht hängt da irgendwie. Ah, die ist gut scharf. Schon wenigstens mal eine Waffe. Ey, da kann jeden Moment was passieren, ne? Diese Stimmung, ey. Oh shit. Was ist das denn? Notiz. Sofort antworten. Reporter und andere Schnüffler müssen um jeden Preis ferngehalten werden. Ach du Scheiße. Hey, wir
würde hier keine Presse wollen in diesem Paradies. Statusbericht. 12 Überlebende in Saktorium eingewiesen. Zeichnet metaller Trauma. Etwell Festsetzung. Not. Lokale Presse hat Blut geleckt. Wer zum Problem erbitte Anweisung. Okay, dann müssen wir, glaube ich, jetzt. Du Scheiße. Ach du Scheiße, Skelett. Oh. Holy shit, ey. Ich habe ein bisschen Angst. Tut mir leid, ich habe ein bisschen Angst gerade. Besonders in diesem Gebäude. Oh, eine Ratte. Was? Der Scheiß, was ist das denn? Was ist das? Ich kann es nicht richtig sehen. Was ist das? Wow, wow, wow. Mit dem Zeug füttert er sie? What the fuck? Scheiße, da kommt einer von denen. Oh shit, was machen wir jetzt? Finger und Tupi. Ich denke mal, Bärenfall kann man nicht mehr öffnen. Oh. Auf Wiedersehen, Finger. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. Ach, zum Glück ist man irgendwie verbannt, Zeug. Hängen doch die Finger drin, das hier. Noch lange nicht. Wo zum Teufel geht's lang? Okay. Steck mal nach oben. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hey, na das wird ja hier immer. Bitte beweg dich nicht, bitte beweg dich nicht. Gott sei Dank. Was ist das denn hier? Was ist das? Boah, da rattert ganz etwas. Du willst das wirklich rausziehen? Was ist das denn? Leichen oder was? Oh Gott. Und jetzt? Medizinische Notfall-Etikett. Name Nicholas Bronin. 24. Februar 1952. Angriff durch Insassen tödliche Fleischwunde am Hals. Ach, das ist der Doktor. Nicholas Brolin. Aber hier ist noch ein, das ganze Zeit rattert. Ach du Scheiße. Bitte sei kein Zombie da drin oder so ein Scheiß. Ich kann mir hier alles vorstellen. Oh shit. Oh shit. Oh, Scheiße. Scheiße, ist das krank? Oh Gott. Ach, der bewegt. Oh, ist nur eine Ratte. Ist nur eine Ratte. Anscheinend ist das so ein Wachmann gewesen. Eine Stempelkarte oder was das ist. Okay, sehen wir eine mal. Stempelkarte, Leute. Puh. Für was denn aber? Ach ne, das ist der Schrumpke. Na, Klappermaul, wie läuft's? Alles klar. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man das öfters anklickt, da kommt, da bewegt sich das Scheißding auf einmal. So, hier. Ach, guck hier. Können wir die Stempelkarte direkt benutzen? Und zack.
Ich nehme die wieder mit, Kerl. Gott sei Dank, gut. Gut, 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 gut. Puh. Und weiter geht's. Ach du Scheiße. Was für ein reizender Psychobau. Von hier kamen wir, oder? Ja, da geht er auch nicht mehr raus. Alter Falter. Aber gut, ich würde mal sagen, das war Part Nummer 10. Von Until Dawn. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.